Geheimgespräche laufen, Iran real. Januar zeigt, ob Europas Meinung in Trumps USA noch etwas zählt. Nach Aussagen von Andrea Mitchell, einer erfahrenen und gut vernetzten amerikanischen Journalistin, beim Sender PBS fanden im State Department schon Gespräche auf Botschafterebene statt, in denen es darum ging, wichtige europäische Regierungen, deren Länder an den Iran-Verhandlungen teilgenommen haben, davon zu überzeugen, dass gewiss nach oder Neuverhandlungen mit dem Iran nötig seien. Das soll 2018 geschehen. Schärfere Kontrollen angestrebt. Diese Nachverhandlungen sollen zu schärferen Kontrollen im Iran führen. Sie haben aber auch den Zweck zu verhindern, dass Mitte Januar der ganze Vertrag durch einseitiges amerikanisches Vorgehen beendet wird. Präsident Trump muss im Abstand von 3 Monaten erklären, ob sich Iran an den Vertrag hält. Schon bei der letzten Zertifizierung wurde erwartet, dass er den Vertrag beendet. Das geschah noch nicht. An den Gesprächen haben nach Aussage von Andrea Mitchell neben den USA die Botschafter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands teilgenommen. Sie sind neben der EU, Russland und China Vertragspartei. Nach Aussagen von Andrea Mitchell, einer erfahrenen und gut vernetzten amerikanischen Journalistin, beim Sender PBS fanden im State Department schon Gespräche auf Botschafterebene statt, in denen es darum ging, wichtige europäische Regierungen, deren Länder an den Iran-Verhandlungen teilgenommen haben, davon zu überzeugen, dass gewiss nach oder Neuverhandlungen mit dem Iran nötig seien. Das soll 2018 geschehen. Schärfere Kontrollen angestrebt. Diese Nachverhandlungen sollen zu schärferen Kontrollen im Iran führen. Sie haben aber auch den Zweck zu verhindern, dass Mitte Januar der ganze Vertrag durch einseitiges amerikanisches Vorgehen beendet wird. Präsident Trump muss im Abstand von 3 Monaten erklären, ob sich Iran an den Vertrag hält. Schon bei der letzten Zertifizierung wurde erwartet, dass er den Vertrag beendet. Das geschah noch nicht. An den Gesprächen haben nach Aussage von Andrea Mitchell neben den USA die Botschafter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands teilgenommen. Sie sind neben der EU, Russland und China Vertragspartei.